So, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Mashed8 und heute gibt's mal wieder Battlefront. Wie auch in dem Video, das ich zu Rainbow Six gemacht habe, erkläre ich jetzt erstmal vorab, um was es in diesem Spiel geht und danach gibt's nochmal eine Ladung Ersteindruck von mir. Star Wars Battlefront ist eigentlich genau das, nach was es eben aussieht. Ein First- bzw. Third-Person-Shooter im Star Wars-Stil. Battlefield-Spieler haben dazu jeweils unterschiedliche Meinungen, was die Ähnlichkeit zu Battlefield angeht. Ich bin einer der Leute, der auf jeden Fall sagt, dass das Spiel durchaus sehr anders als Battlefield ist. Denn es ist zwar ein Shooter, der auf der Frostbite-Engine basiert und auch von DICE produziert wird, aber dennoch spielt es sich sehr anders. Kommen wir mal zu den Grundlagen des Spiels. Es spielen zwei Teams gegeneinander, die imperialen Streitkräfte gegen die Rebellen. Jedes Team kann die gleichen Waffen spielen und freischalten. Das gilt auch für andere freischaltbare Gegenstände wie die Sternenkarten. Zur Ausrüstung jedes Spielers gehört ein Blaster, also eine Primärwaffe und bis zu drei Sternenkarten. Diese Karten können Waffen oder Equipment sein. Ich habe zum Beispiel oft mit dem Jetpack, dem Scharfschützengewehr und dem Schild gespielt. Im finalen Spiel wird man außerdem in der Lage sein, seinen eigenen Charakter visuell anpassen zu können. Auf dem Schlachtfeld angekommen gibt es jetzt auch noch diese blauen Dinger. Das sind besondere Waffen, Geschütze, Fahrzeuge oder sogar Helden, die man platzieren oder sogar selber spielen kann. Die Fahrzeuge bzw. Helden-Pickups gibt es in der Beta nur im Walker Assault-Modus. Außerdem gibt es diese kleinen blauen Blitze, die sollte man auf jeden Fall immer einsammeln, wenn man sie sieht, denn sie sind dafür zuständig, dass man die zweite Sternenkarte, in diesem Fall den Schild, auch wirklich benutzen kann. In der Beta können zwei Mehrspieler und ein Koop- bzw. Einzelspieler-Modus gespielt werden. Insgesamt stehen dazu drei verschiedene Karten zur Verfügung. Man spielt also jeden der Modi, der in der Beta verfügbar ist, auf einer anderen Karte. Im finalen Spiel soll es übrigens noch fünf weitere Modi geben. Der erste Modus, den ich euch zeige, nennt sich Walker Assault und hier spielen bis zu 40 Spieler, also 20 pro Team, gegeneinander. Als Spieler der imperialen Seite versucht man, diesen riesigen Walker zu beschützen, indem man die Rebellen oder in diesem Fall auch einfach die Verteidiger daran hindert, die Ablenkstationen einzunehmen. Es gibt also immer zwei Ziele, die markiert sind, die unsere Rebellen einnehmen und dann verteidigen müssen, währenddem die Imperials versuchen, genau das zu verhindern. Sobald die beiden Ziele eingenommen sind, wird nämlich ein Gegenangriff gegen die beiden Walker gestartet, sodass sie ungeschützt sind und auch Schaden von normalen Blasterwaffen bekommen können, sodass sie mit etwas Teamarbeit relativ schnell zerstört werden können. Das geht meistens allerdings nicht in der ersten Basis, sondern das dauert ein bisschen länger. Wenn die Stormtrooper ihren Job richtig gemacht haben, dann sind jetzt beide Ziele noch nicht eingenommen bzw. eben nicht komplett verteidigt worden. Und das heißt auch, dass die Walker nicht zerstört werden können und dann laufen sie halt einfach weiter und es gibt eine neue Stufe, in der die Verteidiger die Möglichkeit haben, die Ziele einzunehmen, sodass die Walker mehr beschädigt werden können. Insgesamt gibt es auf der Beta-Karte drei solcher Stufen. Schaffen es die Walker alle drei Stufen durchzustehen, ohne dass sie zerstört werden, gewinnen die Imperials. Werden sie davor zerstört, dann gewinnen die Rebellen. Der zweite in der Beta spielbare Modus nennt sich Drop Zone. Hier spielen wieder die beiden Teams von davor gegeneinander. Dieses Mal aber nur noch mit bis zu 16 Spielern, also 8 pro Team. Das Ziel ist es hier, die vom Himmel fallenden Drop Pods einzunehmen und sie zu halten. Es gibt immer nur einen Pod zur gleichen Zeit, also kann es schon durchaus etwas hektischer werden. Viel mehr muss man auch gar nicht erklären, denn das war's im Prinzip schon. Gespielt wird so lange, bis der Countdown abgelaufen ist und der Gewinner wird das Team sein, das die meisten Pots eingenommen hat. Und jetzt nochmal kurz was zur Überlebensmission, denn die gibt es ja auch noch in der Beta. Die kann man entweder alleine oder mit einem Freund zusammenspielen. Es gibt mehrere Wellen an Gegnern, die man ausschalten muss. Auch hier gibt es wie in allen anderen spielbaren Modi wieder diese Pickups. So wie auch schon im Dropzone-Modus gibt es auch hier in der Überlebensmission leider keine Helden oder Fahrzeuge. Gewonnen wird die Überlebensmission logischerweise, indem man überlebt und alle Gegner erledigt hat. Die nächste Welle an Gegnern kommt aber erst, wenn man alle bisherigen Gegner ausgeschaltet hat, also allzu schwer ist es nicht. So, das war's auch schon wieder und das hat ein bisschen länger gedauert als erwartet, aber ich hoffe einfach mal, dass ich alles Wichtige für den Anfang gut erklärt habe. Bisher finde ich das Spiel bzw. die Beta wirklich spaßig. Es scheint durchaus einen gelungenen Eindruck zu machen. Aber es gibt auch hier ein paar Dinge, bei denen ich hoffe, dass sie noch verändert werden. Ich erzähle jetzt erstmal nur, was mir wirklich nicht so gut gefallen hat, aber das soll auf keinen Fall heißen, dass das Spiel schlecht ist. Mir hat es wie gesagt echt Spaß gemacht. Die Probleme, die ich sehe, liegen wirklich nur im Balancing.
Zum Beispiel ist der Cooldown für die Granaten, die man als Sternenkarte ausrüsten kann, etwas zu kurz, wie ich finde. Theoretisch könnte man alle 10 bis 15 Sekunden eine neue Granate werfen und das, ohne dass man etwas dafür machen muss, außer eben zu warten. Das finde ich wirklich etwas zu viel. Vielleicht sollte man es so machen, wie das auch schon bei der zweiten Sternenkarte geregelt ist. In meinem Fall war das meistens der Schild und den kann ich ja auch nur verwenden, wenn ich mir diese Aufladung davor gesucht habe bzw. noch Aufladungen übrig habe. Einfach reinspammen und unendlich Schilde hintereinander aufarbeiten und nutzen kann ich eben nicht. Und sowas in der Art würde zum Beispiel die Granatennutzung etwas reduzieren und das fände ich gar nicht schlecht. Granatenspam gab es jetzt nicht wirklich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es früher oder später dazu führen wird, wenn jeder rausfindet, dass man alle 10 bis 15 Sekunden so eine Granate werfen kann. Und dann gibt es noch die AT-ATs im Walker Assault Modus. Die AT-ATs finde ich jetzt gar nicht mal zu stark, verstehe mich da nicht falsch. Es gibt aber ein anderes Problem, das hier auftritt, denn die Dinger sind unglaublich riesig. Wenn man also gegen Ende des Spiels kommt, dann hat man diese flache Landschaft und das bedeutet, dass diese Walker in den Spawn der Gegner bzw. Verteidiger reinschauen können und auch reinschießen können, sodass es eigentlich keine Chance mehr gibt, für diese Verteidiger in Deckung zu kommen oder zu ihrem eigentlichen Ziel zu kommen, das sie ja eigentlich verteidigen müssen. In den vorherigen Stufen gab es vor den Spawns der Verteidiger meistens einen Berg oder irgendwas anderes, was sie eben beschützt hat und das fehlt in der letzten Stufe leider komplett und das ist sehr frustrierend, wenn man dort als Verteidiger spawnt und einfach direkt von irgendwas beschossen wird. Ansonsten können manche Waffen noch mal etwas angepasst werden. Der DL-19 Blaster ist meiner Meinung nach zum Beispiel etwas zu stark. Zumindest gibt es einfach keinen Grund, eine andere Waffe zu spielen als diese. Bis auf diese kleineren Punkte hat mir das Spiel wirklich sehr viel Spaß gemacht und ansonsten ist mir auch nichts aufgefallen. Ich schaue mir das finale Spiel auf jeden Fall nochmal an und werde dann weiter berichten. Bis dahin könnt ihr mir ja schon mal berichten, was ihr von der Beta haltet. Halten werde ich euch jetzt keinen weiteren Vortrag, aber die G2A-Werbung kommt trotzdem noch. Wenn ihr einen günstigen Keystore sucht, dann schaut doch auch mal bei G2A über meinen Reflink vorbei, der in der Beschreibung oder onscreen zu finden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.